Einen Floschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video habe ich ein paar Tipps und Tricks, wie man am besten und vor allem ganz einfach an Free Cash kommt. Bedeutet, ihr braucht keinen großen Aufwand und bekommt dafür noch Geld. Für Tipp Nummer 1 müssen wir auf Citybuild 2. Jedoch braucht ihr für diesen Tipp mindestens den Titanrang, denn es geht um den /Kopfbefehl und den hat man eben erst ab dem Titanrang freigeschalten. Wir kennen das wahrscheinlich alle. /Kopf ist wieder frei, wir selber brauchen ihn nicht. Jetzt suchen wir natürlich eine Person, die ihn für einen guten Preis, vielleicht 15.000, ankauft. Auf Citybuild 2 gibt es aber einen Bot, und zwar den PH-Kopfbot. Den hat mir mal mein Bruder gezeigt, den nutze ich auch jetzt schon monatelang. Und der, ich sehe aktuell, der Preis ist gestiegen. Ich habe ihn bis jetzt immer für 17.500 gekauft, beziehungsweise habe ich für den Kopfbefehl bekommen. Aktuell bekommt man sogar 18.000, das heißt, der Preis ist gestiegen. Ich kann euch das mal zeigen, wenn ihr hier spawnt, dann geht ihr einfach auf die Druckplatte und dann schreibt ihr MSG Kopfbot, Hashtag Kopf und dann bitte erstellen Sie diesen Kopf. Dann erstellen wir diesen Kopf, AMEE4 und dann überprüfen wir das am besten nochmal. Die 16 Mal könnt ihr ignorieren. Das bedeutet, dieser Kopf wird 16 Mal, also nach mir jetzt noch 15 Mal angekauft. Dann legen wir hier den Kopf in den Spender rein, den Knopf einmal drücken und dann bekommen wir auch schon direkt 18.000 vom Kopfbot überwiesen. So sparen wir uns eine Menge Zeit und bekommen sogar noch richtig gut Geld dafür. Für Tipp Nummer 2 müssen wir auf die Cloud, beziehungsweise auf den Cloud-Server, die 1.19.2. Und Tipp Nummer 2 ist auch /Kopf. Jetzt werden sich manche fragen, was ist denn das für ein Kunde? Aber für die Leute, die es noch nicht wussten, der 1.8-Server und der 1.19-Server, die haben einen unterschiedlichen Cooldown, was die Befehle /Kopf aktuell angeht. FreeKisten gibt es auch, aber die sind synchronisiert. Bedeutet, ihr könnt einmal auf 1.19 oder 1.8 FreeKiste machen, aber ihr könnt auf der 1.8 /Kopf machen und auf der 1.19 noch einmal /Kopf. Ich tue aktuell immer bei AMD Razer, der sucht oft, ist gerade AFK, deswegen kann ich das leider nicht zeigen, aber bei /Cooldowns haben wir ja auch den Kopfbefehl und du kannst am 16.3. Das ist leider erst morgen. Je nachdem gibt es aber auch oft Leute im Chat, die einfach fragen, kaufe /Kopf hier und hier. Und ich lasse mir dann diesen /Kopf-Comment eben nicht auf der 1.19 auszahlen, sondern auf der 1.8. Das habe ich bis jetzt immer so gemacht, hat auch immer reibungslos funktioniert. Und so bekommt ihr eben für /Kopf nicht einmal das Geld, sondern direkt zweimal das Geld. Tipp und Trick Nummer 3, da müssen wir auf die dunkle Seite wechseln. Auf Citybuild Evil gibt es nämlich PH Poseidon Casino. Oh nein, ich verführe euch jetzt nicht zum bösen Casino spielen. Wenn ihr beim Poseidon Casino seid, dann geht ihr einfach nach vorne, geht hier auf diesen Teleporter, einmal nach oben und dann kommen wir hier nämlich auch schon zur Botkammer und wir sehen es hier auch schon. Hashtag Geschenk einmal täglich. Ich weiß, dass es beim Poseidon Casino jetzt einen Free Chip pro Tag gibt. Ob es bei anderen auch so ist, weiß ich nicht. Ich kenne aktuell nur dieses Casino. Aber auf jeden Fall gehen wir auf die Druckplatte. Dann machen... Doch. Das war der richtige Knopf. Hauen wir hier mal drauf oder da. Und dann dreht er sich um. Nimmt aus der hinteren Kiste. Was? Ich glaube... Nee, drücken wir nochmal den Knopf. Das war, glaube ich, der falsche Knopf. Genau, jetzt dreht er sich nämlich um und dann droppt er uns so einen Coin. Ja, dankeschön. Den kann man sich einmal pro Tag abholen hier. Und das ist nämlich ein PH-Hades Geschenk, dein täglicher Freespin. Da müssen wir nämlich dann zu PH-Hades. Und dann landen wir eben hier. Hier muss man auch dann warten. Hier steht schon der LPM Hendrisio, der auch gerade vor uns in der Schlange war. Wenn wir hier der Erste in der Schlange sind, haben wir hier auch noch so einen Glasblock. Deswegen können wir hier aktuell auch nicht auf den Teleporter, weil dort oben eben noch jemand gerade zur Gange ist. Hier ist es aber auch so, dass man auf diesem Plot automatisch gebannt ist, beziehungsweise man kommt nur ab dem Titanrang drauf. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich denke mal, das tun die dadurch,
dass die eben Alt-Account verhindern wollen, dass nicht jeder da sich einfach so einen Coin holt. Ah, hallo, nicht vordrängeln hier, was denn das? Deshalb geht das leider auch nur ab den Titanrang, finde ich etwas schade, aber naja, was soll man machen? So, der Glasblock ist jetzt weg, deshalb, ich gehe mal hoch. Ist er fertig, oder? Ich denke mal, er ist fertig. So, dann packen wir hier unseren Coin rein. Dann hauen wir hier einmal auf die Lampe. Wenn es nicht sofort angeht, dann müssten wir wahrscheinlich noch ein zweites Mal machen. Und dann sollten auch hier die Öfen angehen. Und der letzte Ofen, der dann zum Schluss anbleibt, beziehungsweise an war, dieses Item bekommen wir dann. Oben ist zum Beispiel dieser Schneeball drin. Es gibt auch diese Raketen. Heute bekommen wir einen Kopf, den hatte ich auch noch nie. Jetzt bin ich mal gespannt, was das, ob das ein spezieller Kopf ist. Ich bekomme sogar eine Ender Chest und zwar Mini Big Win. Einzulösen bei PH Mini Medusa 5 Spins. Okay, da haben wir wahrscheinlich jetzt 5 Spins bei irgendeiner Slot erhalten bzw. gewonnen. Ich habe das die letzten Tage schon mal ausprobiert. Jetzt habe ich nämlich, wenn ihr so eine Rakete bekommt, dann ist das ein Poseidon Slot Booster. Mit denen geht ihr einfach zu PH Mallbank. Ich weiß auch nicht, warum das über sonst wie viele Plots geht. Und dann haben wir hier vorne diesen Bot. Und hier steht auch schon, hier bis genau, der wird aktuell für 13.000 Dollar das Stück angekauft. Der ist auch im Preis gestiegen. Der war letztens nur für 10.000. Und dann müssten wir am besten auf den Item Clear. Ah ne, Item Remover ist 15 Minuten. Genau, dann droppen wir den Booster hier. Dann warten wir kurz, bis die Trichter und die Truhen das alles gerafft haben. Und dann klicken wir einmal auf Ankauf. Dann nimmt er sich den Booster raus und dann werden wir jetzt wahrscheinlich die 13.000 bekommen. Genau. Und somit habe ich an diesem Tag schon 33.000 Dollar gemacht. Und dann würden ja nochmal 15.000 Dollar durch die 1.19 durch den Kopfbefehl raufkommen. Das wären schon mal 48.000 Dollar an einem Tag durch so gut wie fast nichts machen. Ihr habt es gesehen, ich habe auf der 1.19 dann von meinen beiden Accounts den Slash-Kopfbefehl verkauft. Ich habe das jetzt einmal halbiert, da das ja nur für einen Account gilt und ich hier noch von meinem zweiten Account das Geld draufschlage. Das heißt, wir sind aktuell bei 46.000 Dollar. Tipp Nummer 4, das machen, denke ich mal, auch nicht alle. Warum auch immer, es ist eigentlich übel einfach. Und zwar, wenn wir zu Warpstadt gehen und hier links gehen, dann haben wir hier das Vault-System. Kennt eigentlich so gut wie jeder. Wenn wir voten, bekommen wir am Tag 100 Dollar. Habe ich es heute schon eingelöst? Ich habe es heute schon eingelöst. Dann müssen wir eigentlich jetzt bei 46.100 Dollar sein. Aber um diese paar 100 Dollar geht es mir jetzt nichts. Klar, die, wenn man das hochrechnet auf das ganze Jahr, dann sind das auch schon mal ein paar Tausender, die man einfach durch ein paar Klicks gemacht hat. Aber bei diesem Vault-System, und zwar habe ich hier aktuell eine Vault-Streak von 410. Und dann, wenn wir da drauf gehen, dann haben wir hier noch extra Belohnungen. Das wissen nämlich auch nicht alle. Bei 10-mal ja, voten bekommen wir 1.000 Dollar. Eine Vault-Kiste 25, 2.500. Eine epische Kiste bei 50 schon 10.000 Dollar. Und drei epische Kisten bei 100 Mal hintereinander. Also ihr müsst dann auch wirklich jeden Tag voten. Bekommt ihr 25.000 und 5 epische Kisten. Und meine letzte Belohnung war bei 250 Mal 50.000 Dollar und 3 Supreme-Kisten. Meine nächste Belohnung wäre jetzt die 500er-Streak. Da bekomme ich 100.000 Dollar und 6 Supreme-Kisten. Und das Höchste, was man erreichen kann, 750. Da kriegt man einfach 200.000 Dollar und 9 Supreme-Kisten. Also voten tut sich wirklich auf Dauer wirklich lohnen. Deshalb nehmt euch diese 1-2 Minuten am Tag, ist eigentlich eine Minute und schon fertig ist das. Denn am Ende des Tages gewinnt man dadurch nur. Der letzte Tipp und Trick für heute, Nummer 5, ist der Adventurer. Denn wenn ihr bei den täglichen Aufgaben, ist das jetzt nicht so, sondern bei den wöchentlichen und monatlichen Aufgaben, wenn ihr diese abgeschlossen habt, dann habt ihr nämlich einen gewissen Prozentteil, wo ihr kostenlos die Kristalle hier für das Case Opening bekommt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel 808 Kristalle schon mal angesammelt. Nicht alle durch den Adventurer, aber schon ein paar eben dadurch. Und wenn ihr euch dann eben von diesen Kristallen Kisten kauft, könnt ihr
diese nicht für euch öffnen, sondern verkauft die einfach für Ingame-Money und dann öffnet ihr eben die Kiste für einen anderen, der euch dafür Geld zahlt. Was ihr aber auch durch den Adventurer kostenlos bekommt, sind nicht nur die Freak-Kristalle, sondern es kann auch zeitgleich vorkommen, hatte ich auch schon, dass ihr ein kostenloses Mystery Mod Cosmetic bekommt und das könnt ihr schließlich auch verkaufen. Somit habt ihr nochmal eigentlich zwei Dinge, womit ihr nochmal kostenlos Geld machen könnt. Die Adventure-Aufgaben macht man ja eigentlich wegen den Coins, aber diese Kristalle und Mystery Mod Cosmetics kriegt man nochmal kostenlos obendrauf geschenkt. Damit hätten wir 5 Methoden, wodurch ihr ganz easy auf Griefer Games auch mal ein bisschen Geld dazu machen könnt und was jetzt auch nicht wirklich schwierig ist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und vergesst auf gar keinen Fall den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, denn hier gibt es jeden Dienstag um 17 Uhr ein neues Video. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein und ciao, Leute.